Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch allen. Liebe Geschwister im Glauben, ich freue mich sehr, dass wir hier in Wiesbaden in der Bonifatiuskirche den Eröffnungsgottesdienst der diesjährigen Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz feiern können. Und ich grüße die Mitbrüder Bischöfe, die aus ganz Deutschland, ja, aus Frankreich, aus Polen zu uns gekommen sind und diese Tage mit uns verleben. Ein sehr herzliches Willkommen auch dem Apostolischen Nuntius des Heiligen Vaters hier in Deutschland, Bischof Dr. Nikola Eterovic, herzlich willkommen unter uns. Es ist schön, hier zu sein, und deshalb sage ich ein herzliches Dankeschön der Pfarrei, der Stadtpfarrei und der ganzen Stadtkirche von Wiesbaden, dass wir hierher kommen dürfen. Danke allen, die so sorgsam diesen Gottesdienst vorbereitet haben. Danke dem Stadtdekan, danke dem wunderbaren Chor und Kantor Schröder, die uns diesen Gottesdienst gestalten. Danke den vielen Messdienerinnen und Messdienern. Wunderbar, dass ihr in so großer Schar gekommen seid, mit uns zu feiern. Herr Oberbürgermeister Mende, auch Ihnen ein herzlicher Gruß. Ich freue mich, dass Sie da sind und die Verbundenheit, die wir hier zwischen der Stadt Wiesbaden, unserer Landeshauptstadt, und den Kirchen miteinander immer wieder bekräftigen. Das ist ein sehr schönes Zeichen, dass Sie da sind, und mit Ihnen auch die Damen und Herren der Landesregierung und der Parteien, die gekommen sind, mit uns zu feiern, der Stadt, Kommune, des Magistrates, die da sind. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Es ist uns eine Ehre, dass Sie uns die Ehre geben, hier mit uns zu feiern. Liebe Geschwister, das Gebet ist die Mitte unseres Glaubens. Und so lade ich Sie jetzt schon ein, uns in diesen Tagen, wir sind bis Donnerstagabend zusammen im Wilhelm-Kempf-Haus in Nauroth, uns mit Ihrem Gebet zu begleiten, dass die Beratungen, die Anliegen, die vielen Tagesordnungspunkte, die uns beschäftigen werden, die großen Probleme, denen wir alle uns in dieser Kirche stellen wollen und jeder an seinem Platz nach Lösungen suchen, dass es gelingt, zusammenzukommen, zusammenzubleiben und ein Ziel zu finden im Blick auf das Reich Gottes, in das wir alle gerufen sind. Bitte beten Sie für uns Bischöfe und für unseren Dienst. Und nun lasst uns gemeinsam den Blick richten auf unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns gerufen. Für ihn stehen wir im Glauben und in der Kirche. Er sendet uns immer neu auf den Weg in diese Welt hinein. Grüßen wir ihn im Gesang des Kyrie. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er nehme Sünde und Schuld von uns, damit wir ihm mit reinem, freiem Herzen dienen. Amen. Lasset uns beten. Gott, dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Es macht das Leben reich
es stiftet Frieden und Versöhnung. Gib, dass wir es nicht achtlos überhören. Mach uns aufnahmebereit. Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Esra. Im ersten Jahr des Königs Kyros von Persien sollte sich erfüllen, was der Herr durch Jeremia gesprochen hatte. Darum erweckte der Herr den Geist des Königs Kyros von Persien. Und Kyros ließ in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich den Befehl verkünden. So spricht der König Kyros von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, sein Gott sei mit ihm. Der soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen und das Haus des Herrn, des Gottes Israels, aufbauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Und jeden, der irgendwo übrig geblieben ist, sollen die Leute des Ortes, in dem er ansässig war, unterstützen mit Silber und Gold, mit beweglicher Habe und Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin, sowie die Priester und Leviten, kurz alle, deren Geist Gott erweckte, machten sich auf den Weg, um nach Jerusalem zu ziehen und dort das Haus des Herrn zu bauen. Alle ihre Nachbarn unterstützten sie in jeder Weise, mit Silber und Gold, mit beweglicher Habe und mit Vieh, sowie mit wertvollen Dingen, abgesehen von dem, was jeder für den Tempel spendete. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr hat Großes
geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland, die mit Tränen säen, werden mit Jubel sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Niemand zündet ein Licht an und deckt es mit einem Gefäß zu oder stellt es unter das Bett, sondern man stellt das Licht auf den Leuchter, damit alle, die eintreten, es leuchten sehen. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbart wird, und nichts Geheimnis, das nicht bekannt wird und an den Tag kommt. Gebt also Acht, dass ihr richtig zuhört, denn wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er zu haben meint. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Brüder Bischöfe, liebe Geschwister im Glauben, Baustellen, wohin man sieht, und das im konkreten wie im übertragenen Sinn, weil das Priesterseminar in Fulda, angestammter Ort der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, vor einer großen Umbaumaßnahme steht, tagt die Konferenz in diesem Jahr in Wiesbaden. Der heilige Bonifatius begleitet uns auch hier mit seiner Fürsprache und seinem Segen, denn auch die katholische Stadtkirche der hessischen Landeshauptstadt trägt sein Patrozinium. Aber auch hier ist zurzeit Großbaustelle. Zuletzt wurde die Mitte des 19. Jahrhunderts geweihte Kirche im Jahr 1965 grundlegend renoviert und neu gestaltet. Das war unmittelbar nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ein wenig symbolträchtig ist es schon, dass die nächste große Instandsetzungsmaßnahme gerade in unsere Zeit fällt, in der viele den Eindruck haben, auch die Kirche insgesamt befinde sich in der Phase grundlegender Umbrüche und bedürfe angesichts massiver Krisenphänomene einer ernsthaften Instandsetzung und Erneuerung, um als Werkzeug dem Dienst am Reich Gottes wieder besser gerecht zu werden. In wenigen Tagen tritt in Rom die Weltsynode in eine weitere Phase, und dabei geht es ja offensichtlich auch um die Frage, auf welche Weise sich die katholische Kirche unserer Zeit gemäß auf diesen Weg der Erneuerung begeben kann. Die Bonifatiuskirche hier in Wiesbaden ist also gerade kein schön herausgeputzter Raum. Fast schon düster kommt sie einem vor, durch den Gebrauch und die Ablagerungen aus Jahrzehnten trübe geworden. Die veralteten Leuchtmittel können kaum noch etwas ausrichten. Jedenfalls leisten sie nicht das, was Jesus mit seinem Vergleich im Evangelium im Sinn hat. Aber die Menschen, die sich hier Tag für Tag zum Gottesdienst versammeln oder zum stillen Gebet kommen, zeigen gemeinsam mit den Verantwortlichen der Kirchengemeinde und des Bistums den Willen, es nicht dabei zu belassen, sondern anzupacken, ein Großprojekt zu stemmen, um diesem Gotteshaus seine würdige Gestalt zurückzugeben. Großbaustelle für die Bischofskonferenz in Wiesbaden. Der Titel eines Artikels der Allgemeinen Zeitung hier vor Ort ist also im doppelten Sinn zutreffend. Die wichtigen inhaltlichen Arbeitspakete für die kommenden Tage konnte ich heute Nachmittag bei der Pressekonferenz schon vorstellen. In diesem Zusammenhang erscheint mir die Lesung aus dem Buch Esra geradezu wie ein Aufruf zur Beteiligung an einem Großbauprojekt. Zugleich mit der Erlaubnis zur Heimkehr gestattet der Perserkönig Kyros die Wiedererrichtung eines jüdischen Zentralheiligtums in Jerusalem. Für das kleine, zerstreute Gottesvolk ist das wahrhaftig Symbol und Signal einer Zeitenwende und der Beweis für das unleugbare Eingreifen Gottes. Historisch betrachtet
waren Ausmaß und Ende des babylonischen Exils vermutlich weniger eindrucksvoll, als es die biblische Geschichtsschreibung vermuten lässt. Der Großteil der Bevölkerung war nicht deportiert worden, aber die Oberschicht fristete an den Strömen Babels für mehrere Generationen ein Dasein, das sich im Nachhinein als unglaublich glaubens- und theologieproduktiv erwiesen hat. Denn in der Auseinandersetzung, in einer ehrlichen Auseinandersetzung mit den Kulten und Kulturen der heidnischen Welt, konnte das eigene Gottesbild reflektiert und präzisiert und die religiöse Praxis gereinigt und auf das Wesentliche hin vertieft werden. Woher aber kam der Impuls zur Erneuerung, zur Reorganisation, zur Heimkehr, zum Tempelbau? Sie gingen wohl nicht von der Menge der im Land verbliebenen Bevölkerung aus, sondern eher von Teilen der Bildungsschicht, die im Exil im Zweistromland lebten. Erneuerung brauchte hier die Eliten. Und der Hoffnungsimpuls kam von ganz außen, von einem heidnischen König, den sich der Herr offensichtlich als sein Werkzeug erwählte. Ihm, dem einzigen, wahren, souverän handelnden Gott, kommt die eigentliche Triebkraft der Befreiung zu. Anders können es die Gottesfürchtigen gar nicht deuten, was sie hier als historischen Einschnitt in ihrer Geschichte erleben. Und so erbauten die Judäer um das Jahr 515 vor Christus den zerstörten Jerusalemer Tempel wieder auf. Die Geschichtsschreibung weiß zu berichten, dass auch wohlgesonnene nichtjüdische Nachbarn sich daran beteiligten. Mit allen künftigen Erweiterungen und Umbauten blieb dieser zweite Tempel bis zu seiner Zerstörung im Jahr 70 nach Christus durch römische Truppen das Hauptheiligtum der Judäer. Geschichtliche Ereignisse als Triebkräfte, eine Minderheitensituation und eine durch Krisen hindurch gereifte Gottes- und Welterkenntnis, das Engagement von Eliten und die breite Unterstützung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, der innerste Impuls durch Gottes heilsgeschichtliches Handeln. Wenn ich es bedenke, so erkenne ich im heutigen kirchlichen Reform- und Erneuerungsauftrag alle diese Faktoren wieder. Es würde sich lohnen, sie zu entfalten, aber dazu reicht die Zeit einer Predigt und ihre Geduld sicher nicht aus. Jedenfalls macht mich die gläubige Geschichtsbetrachtung, wie sie uns die Lesung heute beispielhaft präsentiert, gelassen und einsichtig, dass solche Prozesse nie aus nur einer Zelle und Kraft und auch nie ohne Konflikte laufen können, nicht im gläubigen Gottesvolk, nicht unter Expertinnen und Theologen und auch nicht unter Bischöfen. Ein entscheidendes Detail bei der Wiedererrichtung des Tempels scheint mir besonders erwähnenswert. Nicht nur, dass der Aufbau, der Wiederaufbau in einer viel schlichteren Form geschah. Im Allerheiligsten des neuen Tempels stand kein Cherubenthron mehr. Das Allerheiligste des Tempels blieb von nun an völlig leer. Dies ist wohl das größte äußere Zeichen der inneren Glaubens- und Lehrentwicklung, die sich aus der Not des Exils heraus vollzogen hatte. Es ließe sich unter verschiedenen Aspekten auslegen und deuten. Ohne diese Leerstelle im Zentrum des jüdischen Glaubens wäre der Kerngedanke des christlichen Gottesglaubens, nämlich sein inkarnatorischer Charakter, nicht denkbar. Denn mit der Menschwerdung seines Sohnes Jesus Christus durften wir lernen, Gottes Heiligtum ist menschlich.
Der Mensch Jesus Christus ist Gottes Heiligtum für uns und mitten unter uns. Und alle, die sich gläubig zu ihm bekennen, erbaut der Geist des Herrn zum Tempel seiner Gegenwart inmitten dieser Welt. Ja, letztlich lernen wir die Überzeugung auszusprechen und tatkräftig umzusetzen: Jeder Mensch ist Gottes Heiligtum. Das begründet seine Einzigartigkeit, seine unverletzliche Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und als Christen ergänzen wir: Denn jeder Mensch ist Gottes Heiligtum in dieser Welt. Darum, liebe Geschwister im Glauben, melden wir uns in den Debatten um eine staatliche Gesetzgebung zum assistierten Suizid und um eine geplante Änderung der gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch. Und wir fordern in beiden Fällen eine ausgeglichene Balance zwischen der Selbstbestimmung auf der einen Seite und dem Lebensschutz auf der anderen, die beide durch unsere Verfassung der gesellschaftlichen Sorge überantwortet sind. Ungeborene Kinder im Mutterleib brauchen eine starke Lobby. Es sind keine Substanzen menschlichen Ursprungs, wie eine geplante EU-Verordnung vereinnahmend meint. Aber genauso brauchen Frauen im Schwangerschaftskonflikt und ihre Familie alle nur denkbare Unterstützung durch Beratung und konkrete Hilfen, damit sie ihre Entscheidung treffen können. Menschen am Ende des Lebens dürfen nicht aus wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ideologischen Gründen unter Druck geraten, ihrem Leben ein Ende setzen zu wollen. Stattdessen muss die nötige Gesetzgebung Schutzräume des Lebens ermöglichen und Palliativmedizin, Hospizarbeit, Suizidprävention deutlicher als bisher unterstützen. Jeder Mensch ist vom ersten bis zum letzten Augenblick in seiner Würde unantastbar, keine Verfügungsmasse von irgendwem oder irgendwas, denn jeder Mensch ist Gottes Heiligtum. Das gilt auch für die Menschen, die aus Not und Angst um ihr Leben an den Grenzen der Europäischen Union stranden, wenn sie es überhaupt auf all den gefährlichen Wegen bis dahin schaffen und um Asyl bitten. Asylrecht ist ein individuelles Recht. Und gleichzeitig sind die Möglichkeiten der Aufnahme auch in unserem Land begrenzt. Die Sorgen von Menschen hierzulande müssen wir ernst nehmen. Aber das Recht auf Asyl muss unangetastet bleiben. Darum erwarten wir so dringlich eine Reform des europäischen Asylrechts, die in vieler Hinsicht Ausgleich schafft. Die vielfältigen Fluchtursachen zu bekämpfen, ist dann nur die andere Seite derselben Medaille. Jeder Mensch, Gottes Heiligtum. Diese so grundlegende Einsicht muss aber auch in unserer Kirche mehr Resonanz finden. Die Verpflichtung zur Betroffenenorientierung und Missbrauchsaufarbeitung gründet unmittelbar darin. Aber auch der stärker werdende Ruf nach echter Geschlechtergerechtigkeit und Beteiligung auf allen Ebenen und in allen Entscheidungsprozessen. Wir können nicht nach außen fordern und fördern, was innerhalb der Kirche selbst so wenig konkret gelebt wird. Das schwächt die kritische Kraft des Evangeliums und macht uns letztlich unglaubwürdig. Diese Bewegung, für die nicht zuletzt der synodale Weg in unserem Land steht, diese Bewegung, und sie steht nicht allein, sondern viele deutliche Voten aus vielen Teilen der Weltkirche stehen an unserer Seite. Und sie wird sich nicht durch Alibis beruhigen lassen.
Hier hat die Lehre der Kirche Dienstcharakter und wird sich verändern, wenn sie dem Evangelium Jesu Christi treu bleiben will. Baustellen, wohin man sieht. Und das im konkreten wie im übertragenen Sinn. Wir brauchen Ideen und Ausdauer dazu. Und vor allem Mut, wie der Herr in uns zuspricht. Er hat ja recht. Man zündet doch nicht ein Licht an und stellt es dann unters Bett. Wie gefährlich ist das auch. Das Licht gehört auf den Leuchter. Dann nützt es vielen. Amen. Du bist das Licht der Welt, dir folgen wir nach und bitten dich. Wir beten für die Kirche in Umbruchzeiten, für alle, die sich für dein Reich einbringen und die deiner frohmachenden Botschaft ein Gesicht geben. Christus, du Licht der Welt, wir beten für alle, die sich um Verständigung, Zukunftsperspektiven und Frieden mühen und Gottes Ebenbild in den Mitmenschen suchen. Christus, du Licht der Welt, wir beten für alle, die in ihrer Würde verletzt sind und nicht gesehen werden. Christus, du Licht der Welt, wir beten mit Papst Franziskus für die Menschen, die unter oft unmenschlichen Bedingungen an den Rändern der Gesellschaft leben. Christus, du Licht der Welt. Wir beten für die Stadt Wiesbaden, für die Pfarreien und für die Gemeinschaft in deinem guten Geist. Christus, du Licht der Welt. Auf die Fürsprache des heiligen Bonifatius bitten wir dich, unseren Herrn Jesus Christus, um deinen Beistand. Mit dir loben und preisen wir im Heiligen Geist den allmächtigen Vater in Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, die Gaben, die wir bereitet haben, sind Zeichen unserer Hingabe an dich. Darum bitten wir, wie Brot und Wein in der Kraft des Geistes geheiligt werden, so heilige auch uns selbst immer mehr nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und lenkst sie in deiner Weisheit. In deinen menschgewordenen Sohn hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geiste besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Söhne und Töchter zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Er heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, erleuchte deine Kirche und erneue sie durch das Evangelium. Festige das Band der Einheit zwischen den Gläubigen und ihren Hirten in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Georg und allen Bischöfen. Mache dann voll in unserer zerrissenen Welt zum Werkzeug der Einheit und des Friedens. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und den Märtyrern, dem heiligen Bonifatius, und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Gottes Kindern macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jesus, unser Friede, wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Der Friede sei mit euch.
Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass das eine ist unter meinem Lamm, aber ich bin nur ein Wort, so bitte mir, dass ich will.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns gesättigt mit der Speise, die du allein zu geben hast. Lass uns von ihr leben und uns freuen an deiner Huld und Gnade und lass unsere Freude fruchtbar werden in guten Taten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von allen Seligkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Bonifatius und aller Heiligen, segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.